stark wie ein Tiger zu sein. Ja, ein Tiger. Meint ihr, dass ein Tiger so steht? Stellt euch einmal alle so hin. Wenn man so steht, dann steht man wie eine ängstliche Maus. Wollt ihr eine ängstliche Maus sein? Nein, oder? Wir wollen ein starker Tiger sein. Tja, wie steht denn ein starker Tiger? Steht der Tiger mit den Beinen so? Nein, ne? Die Beine stehen auseinander. Macht mal direkt mit, dass ihr so steht wie ein Tiger. Die Beine sind auseinander, damit man stark stehen kann. Und wie sind die Arme? Sind die so? Nein, ne? Die sind an der Seite, an der Hüfte. Und bin ich ganz krumm? Nein, ich bin groß und stark wie ein Tiger. Und wo gucke ich hin? Gucke ich auf die Füße von meinem Gegenüber? Gucke ich auf die Ohren? Gucke ich auf die Hand? Nein, ich gucke in die Augen. Genau, ich gucke in die Augen. Dann ist man richtig stark, wenn man steht wie ein Tiger und in die Augen guckt. Tja, und wie ist das mit der Stimme? Ist die Stimme ganz leise wie ein Mäuschen? Nein, ne? Die Stimme ist richtig laut. Und das üben wir jetzt nochmal. Wenn ihr stark sein möchtet, müsst ihr auch eine laute Stimme haben. Und als erstes möchte ich mal hören, dass ihr gleich euren Namen ruft. Stellt euch hin wie ein Tiger und ruft euren Namen. Achtung, ich mache das mal vor. Ira! Und jetzt seid ihr dran. Jawohl, da geht aber noch ein bisschen lauter. Ira! Aha, und jetzt nochmal viel lauter. Jetzt könnt ihr die ganze Wohnung zusammenschreien. Ira! Aha, das war schon mal gut. Und als nächstes rufen wir ganz laut Stopp! Aha, wir nehmen auch unsere Stopphand nach vorne. Nochmal viel lauter Stopp! Yeah, und die letzte Stufe noch einmal lauter Stopp! Sehr schön. Und in der letzten Runde, lass mich in Ruhe! Jawohl. Lass mich in Ruhe, nochmal lauter. Und nochmal alle Kraft zusammennehmen für die dritte Runde. Lass mich in Ruhe. Oh, ich höre das bis hierhin. Das war richtig laut. Also merkt euch, wenn man stark sein möchte, muss man stark stehen, wie ein Tiger, in die Augen gucken und eine laute Stimme haben. Und dann ist man richtig stark.